Liebe Zuschauer, der nachfolgende Film This Prison Where I Live liegt mir persönlich sehr am Herzen. Wir haben ihn gedreht in Burma über einen burmesischen Comedian namens Sagana. Er wurde verhaftet vor circa 3 Jahren und er sollte für sehr, sehr lange Zeit weggesperrt werden. Allein für das, was ich normalerweise auf einer Bühne mache, politische Witze erzählen. Er ist am 12. Oktober 2011 aus der Haft entlassen worden in einer ersten Welle von politischen Gefangenen. Trotzdem, wie er auch sagt, der Kampf für Meinungsfreiheit und Demokratie in Burma geht weiter. Dieser Film erzählt seine Geschichte. Der Name dieses Mannes darf in Burma nicht öffentlich genannt werden. Mehr als einmal wurde er ins Gefängnis geworfen und er ist psychisch und körperlich gefoltert worden. Das ist Burmas herrschende Elite, verantwortlich für eines der repressivsten Regime der Welt. Dieser Mann ist gefährlich, denn er hat es gewagt, das Regime zu kritisieren. Er ist Burmas bekanntester Komiker. Burmas Diktatur ist gnadenlos. Jeglicher Widerstand wird unterdrückt. Erbarmungslos werden alle Dissidenten verfolgt. Wir haben diesen Mann im Jahr 2007 gefilmt. Sein Name lautet Sagana. Sagana ist bereits seit über 25 Jahren Komiker. Doch er erzählt nicht nur Witze. Auf satirische Weise demaskiert er ohne Furcht die Korruption und die Rechtsverstöße der Regierung. Bei diesem Auftritt aus dem Jahr 1990 imitierte Sagana Burmas ehemaligen Diktator General Nevin. Fünf Jahre zuvor wurde er in die Höhle des Löwen geladen, um dem Diktator höchstpersönlich eine Sondervorstellung zu geben. Er ignorierte die Warnung, politische Witze zu unterlassen, auf eine außergewöhnliche Art. Before I start my performance, I used a plaster, the plaster, and seal my lip, and then I get into the stage. So Unewin asks me, hey. Why Sagana took that plaster to paste his lip? So I reply them, they want me not to tell any political jokes. And Mr. Dictator Unewin, he laughed. Aber Nevins Lachen war nur gespielt. Sagana wurde bedroht. Man teilte ihm mit, das nächste Mal landen sie im Gefängnis. Doch Sagana ließ sich nicht einschüchtern. The people cry, we cry. People laugh, we laugh. People hate, we hate. It's it. So we must stand in front of the people. Reflect the people. Yeah. And we must sacrifice for the people. September 2007, der Beginn der Safran-Revolution. Tausende buddhistische Mönche führen die Proteste gegen das Regime an. Sagana unterstützt öffentlich die Mönche. Das Ergebnis: 3 Wochen Haft. Das Regime geht mit roher Gewalt gegen die Aufständischen vor. Bis heute ist nicht bekannt, wie viele dabei ihr Leben verloren.
April 2008, Burmas schlimmste Naturkatastrophe, der Zyklon Nargis. Rund 200.000 Menschen werden als tot oder vermisst gemeldet. Weltweit kommt es zu Protesten gegen die burmesische Junta, weil sie ausländische Hilfe strikt ablehnt. Sagana organisiert eine eigene Hilfsaktion. Er gibt ausländischen Journalisten Interviews und beklagt sich über die Gleichgültigkeit der Junta gegenüber dem Leid des Volkes. They are very angry to the military junta because they didn't get any food. They didn't get anything from the military junta and some kinds of revenge they want to make. Diese Sendung sowie weitere Interviews, die er gegeben hat, provozierten das Regime. Im Oktober 2008 wird Sagana erneut verhaftet. Im November wird Anklage erhoben wegen Störung der öffentlichen Ordnung und einem fingierten Verstoß gegen das Internetverbot. Das Urteil: 59 Jahre Gefängnis. Mein Name ist Rex Blumstein. Ich lernte Sagana 2007 kennen und filmte ihn ein Jahr vor seiner Verurteilung. Ich war entsetzt, als ich von diesem absurden Urteil erfuhr. Und ich beschloss, meine Erfahrung als Dokumentarfilmer einzusetzen, um diese Willkür publik zu machen. Ich versuchte, Geld für einen Film aufzutreiben, der auf diesen Aufnahmen basieren sollte. Doch niemand war daran interessiert. Es würde scheitern, so dachte ich jedenfalls. Aber dann aus heiterem Himmel. Plötzlich hatte ich Kontakt zu einem der berühmtesten Komiker Deutschlands, Michael Mittermeier. Hallo! Er hatte von meinem Projekt gehört und wollte mit mir sprechen. Ich dachte mir, ein Komiker aus Deutschland? Einen wunderschönen guten Abend! There is no German comedian. All the rest of the world thinks there is no humor in Germany. And so a German comedian it would be like I don't know, a cockroach cleaning up the kitchen. Ich habe mich drüben auf dem Times Square, habe ich mich auf eine Kiste gestellt und gesagt, danke Amerika, danke. 60 Jahre lang hat die ganze Welt uns Deutsche gehasst. Alle haben gesagt, der ewige Nazi kommt wieder. 60 Jahre lang, seit ihr Amerikaner den Irak angegriffen habt, hasst die Welt Amerika mehr als uns Deutsche. Danke, Amerika! Danke! Hey! Wir sind raus aus dem Hass-Business! Wir sind wieder frei! Wir sind die Guten! When I go abroad somewhere, I also go there as a German who say, fuck you, I'm funny. So sit and laugh. You wouldn't believe it, but you will laugh. I like your national team. They move, wow, they move so cool. It's like, you go, but there are no goals. You just look good. Do it like we Germans. Gold. Und warum sollte sich ein deutscher Komiker für einen Kollegen aus Burma interessieren? Nobody knows there are comedians in Burma. Nobody knows there are comedians in Germany. It's kind of, we share something together. And but when I heard about that, he's in prison because just what he was saying, his lines, his political jokes, that shows me, because I share a little bit the spirit that I think comedy is more than just laughs. Comedy can open the mind, the hearts. And so for me, comedy is, it's my life. Aber lustig. I was in Burma 5 years ago, and it's, I think, the most beautiful country I ever saw in my life.
and I'm supporting a charity organization here in Germany. They support Burmese people, orphans, and they build schools and this. And so, I don't know, I think it's not a coincidence that some English director came to me, asked me about, hey, I have this film with Sagana, are you interested in perhaps being in producing and look at the material and I said, yeah, did you know that I support Burma since years? No. And then it's weird. It's not a coincidence, I think. Mit Michaels Unterstützung konnten wir den Film über Sagana machen. Das Rohmaterial, das er sich ansah, wurde im Zeitraum von 2 Tagen im April 2007 gedreht. Und es beginnt in Saganas Wohnung. Tell us who you are. Yes, my name is Sagana and I'm a comedian of Burma. Hey! Jaubangwa! Na jita mira ba yagu. Na jigo ra yagara. Bega ule la ngata migo mato mata ya chasini na. This is a notorious Sagana. This is a very good photo, so I like it. Everybody can satire also to me. This is me. When I took a graduation paper, and this is my rector. And when I got a graduation paper, so I'm a dentist, but I cannot extract any tooth because I forgot all. When I make a dentist, a professional dentist, and I can only open his mouth, only mouth. And when I make some jokes, many people open their mouth. So I like and I love. And so I changed my life. I changed my profession from the dentist to the comedian life. So I love comedian life. I took the name Sagana. So because I took the name Sagana, it means in the dental clinic, we use the tweezer. I mean, tweezer is just like that. In our Burmese words, a tweezer is like the Sagana. And also another word is in our Burmese tradition. It's a very difficult to translate, but I try to translate. That word is Jaumuipa Sagana ne no. So it means if you fear, that fear will be extracted by the Sagana. This is our Burmese traditional words. So I took that name for me. My name is Sagana. Sagana wusste, wie riskant es ist, sich in einem Land filmen zu lassen, in dem es vor Spitzeln und bezahlten Spionen nur so wimmelt. Doch nichts konnte ihn davon abhalten, Witze über die Regierung zu erzählen. ဟုတ်ပါဗျာဟောကဘာပေါ်မှာအကြွားဆုံးဆိုတဲ့လူမျိုးဟောအမေရိကန်လူမျိုးရဲ့ဟောအင်္ဂလိပ်လူမျိုးရဲ့ဟောကျွန်တော်တို့ဟိုဗမာလူမျိုးရဲ့တုံးရောက်ကတွေ့ကြပါလိမ့်ရောဗျာအဲဘသူကဘသူတည်းပိုကြွားတယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာပြန်ရတာဟောအမေရိကန်လူမျိုးကစကြွားတယ်ဗျာဟာတို့ဘယ်လိုကြွားတော့ဟေးတို့အမေရိကန်ကခြေထောက်တစ်ဖက်မရှိဘူးနော်အေးဟောဒီခြေထောက်တစ်ဖက်မရှိဘဲနဲ့